Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und manchmal treten Leute im Internet an mich heran und stellen mir verschiedene Fragen zur Katasetum-Kultur. Besonders wenn es darum geht, wann darf ich gießen, wann fallen die Blätter ab, entwickelt sich meine Katasetum richtig? Und obwohl ich die ja eigentlich richtig gerne beantworte, denke ich mir schon manchmal, naja, das hätte man sich jetzt auch irgendwie denken können. Aber weißt du was? Nein, nein. Ich bin einfach mittlerweile so betriebsblind, dass ich vergessen habe, wo ich selbst mal angefangen bin. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Nämlich, wenn ich mit erfahrenen Sammlern oder mit Züchtern spreche und ständig im Hinterkopf habe, die halten mich doch jetzt sicher für total beschränkt, oder? Nein, das ist es nicht. Ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir alle in allen Bereichen des Lebens weiterhin Fragen stellen. Mein kleiner Sohn zum Beispiel hat mich neulich gefragt, ob der Mensch wirklich vom Affen abstammt. Oder ein anderes Mal hat er mich gefragt, ob er seinen besten Freund heiraten darf. Oder wozu es eigentlich Kriege gibt. Oder wie sein Gehirn funktioniert. Ja, solche Fragen stellen Siebenjährige. Und ich finde das eigentlich gut. Lasst uns weiter Fragen stellen. Das ist echt wichtig. Nur so entwickeln wir uns weiter. Und darum kommt hier mein Es gibt keine dummen Fragen Video. Aber eins noch vorweg, am Ende des Videos kommt noch ein echt wichtiger Tipp, ein echt wichtiger Ratschlag, meiner Meinung nach. Und wenn du Lust auf dieses Video hast, wenn du meine Arbeit hier bei YouTube unterstützen möchtest, denk an den Daumen hoch. Und jetzt geht's auch schon los. Am besten, wir fangen einfach unten an. Die Katasetum, wie die meisten sympodial wachsenden Orchideen, besteht aus den sogenannten Bulben, das sind Speicherorgane, die wie Perlen an einem Band durch das sogenannte Rhizom miteinander verbunden sind. Jedes Jahr entsteht in der Regel eine neue Bulbe, die nennt man den Neutrieb. Und neues Wachstum entsteht jeweils aus der Bulbe des Vorjahrs oder auch aus älteren, aber meistens aus der Bulbe des Vorjahrs, aus, hier sieht man es jetzt nicht so schön, aus den sogenannten Augen oder Nodien. Und aus diesen Augen kann sich alles Mögliche entwickeln, sowohl ein neuer Trieb als auch ein Blütentrieb. Meistens ist es nur der reife Neutrieb des aktuellen Jahres, der Wurzeln, Blätter und auch Blüten hervorbringt. Katasetum-Orchideen findet man in Südamerika. Und zwar beginnend von Mexiko, wo eigentlich eher Clovesia zu finden sind, in der nördlichen Hälfte Südamerikas. Also im Süden bereicht das Verbreitungsgebiet bis nach Paraguay, Argentinien, Bolivien und sie kommen sogar in Kuba vor. Das Zentrum der Artenvielfalt liegt aber in Brasilien mit seinen unheimlich vielen verschiedenen Klimazonen. Fürs Fenster heißt das echt viel Licht in den Sommermonaten, Wärme, viel Luftbewegung und um Schädlingsbefall zu verringern, zu vermeiden und den Gasaustausch direkt an den Blättern zu unterstützen, ist auch eine gewisse Luftbewegung immer wichtig. Nach Möglichkeit mag sie das alles aber auch im Winter. Also Südamerikanerin, kalte Temperaturen mag sie gar nicht. Also sowas wie Ruhe, Winterquartier, Temperaturabsenkungen sind gar nicht mal so förderlich in diesem Fall. Aber eine Winterruhe macht sie ja halt doch. Das ist etwas ganz Besonderes im Bereich der Orchideen. Die Katasetum ist laubabwerfend. Im Herbst werden von unten nacheinander die Blätter gelb und fallen dann auch noch ab. Die haben so eine richtige Sollbruchstelle. Und wenn das anfängt, so Oktober, November, keine Ahnung, jede Pflanze hat da so ihren eigenen Rhythmus, beginnt man die Wassergaben und auch vor allen Dingen die Düngegaben zu reduzieren. Und mit dem letzten Blatt wird Wasser und Dünger sowieso komplett gekappt. Nichts mehr. Ja, das fällt echt schwer mir auch immer noch nach all den Jahren. Aber genau so läuft es in der Natur eben auch. Die Regenzeit ist zu Ende
Und die Orchideen, die Kataseten, zehren von dem, was sie bis dahin eingelagert haben. Und dieser Schlaf kann 2 Monate, 3 Monate dauern und ist so ein echtes Geduldsspiel. Aber das Schlimmste, das kommt dann erst noch. Bis zum Frühling, ich sag jetzt mal Februar, März, was auch immer, sind die alten Bulben richtig ausgetrocknet. Die haben vor allen Dingen Feuchtigkeit verloren, haben sich konzentriert, haben sich zentriert und sehen manchmal so richtig traurig aus unter ihrem Bast. Und dann kommt endlich der Neutrieb. Als ganz kleiner Knubbel, optimalerweise unten irgendwo am Rand. Und ja, die meisten möchten dann echt loslegen und möchten ihre Pflanze unterstützen und was Gutes tun. Und das ist halt diese Geduldsprobe, denn sie bekommt weiterhin keinen Tropfen Wasser. Es ist, wie gesagt, unheimlich wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt, Licht immer noch sehr gut, Luftbewegung weiterhin alles gut, alles darf vorhanden sein, alles sollte vorhanden sein. Aber der Neutrieb muss erst ein gewisses Wachstum zeigen, bevor die Pflanze überhaupt Wasser vertragen kann, Wasser verarbeiten kann. Manche sagen, die Wurzeln müssen so um die 5 cm lang sein, bevor gegossen wird. Aber wenn der kleine Neutrieb zu früh mit Wasser in Kontakt kommt, kann er unglaublich schnell wegfaulen. Das ist eine Sache von einmal, zweimal, ganz klein bisschen gießen, ganz besonders, wenn der Neutrieb direkt mit dem Wasser in Kontakt kommt. Und schon ist es vorbei und man kann nur hoffen, dass die Pflanze die Kraft hat und den Willen hat, einen neuen Neutrieb zu entwickeln. Ich warte allerdings sogar noch länger. Denn wenn die Wurzeln dann mit Wasser in Kontakt kommen, reduzieren sie eher sehr oft ihr Wachstum oder stoppen es sogar ganz, weil sie sich denken, okay, Ziel erreicht, ich habe, was ich brauche. Ich kann jetzt mit dem Höhenwachstum, mit der Blattentwicklung anfangen. Aber je mehr Wurzeln so eine Pflanze hat, und die können ja wirklich enorme Wurzelballen bilden, desto mehr Nährstoffe, desto mehr Wasser gelangt in die Pflanze. Ich vergleiche das dann immer gerne mit diesem Teelöffel im Vergleich zur Suppenkelle. Wie bekommst du mehr? Mit einem kleinen Gefäß oder mit einem großen Gefäß? Also lasse ich die Wurzeln wachsen, egal wie dolle es mir denn in den Fingern juckt. Sind die Wurzeln dann da, wo ich sie haben möchte? Hat die Pflanze echt Hunger? Also ich meine so richtig, nicht das klassische, die Wurzeln werden silbrig, ich fange an zu gießen, wie man das zum Beispiel bei Phalaenopsis handhabt. Nein, richtig Hunger. Das heißt, Dünger erst einmal, dann auch gerne zweimal die Woche und immer, immer ausreichend Wasser. Dazu schau dir auch gleich nochmal den Punkt Umtopfen an. Ich achte dann auf Algenbildung, die natürlich in diesen transparenten Töpfen echt schnell passiert. Wenn die Luftlöcher dann irgendwann sogar verstopfen sollten oder sowas, dann darf es vielleicht doch mal der Übertopf sein. Ganz besonders im Spätsommer, wenn die Pflanze dann auch Übergewicht kriegt, wird das wirklich interessant. Beziehungsweise, wenn sich Schimmel auf den Wurzeln und auf der Substratoberfläche bildet, nehme ich die Wassergabe dann doch gerne zurück, überprüfe nochmal, wie gut die Luftzirkulation vorhanden ist, ob der Topf seine Luftlöcher hat und ob die noch frei sind und so weiter. Und um all dieses Wasser, um diese großen Wassermengen, um diese großen Düngemengen zu verstoffwechseln, will die Pflanze jetzt auch richtig viel Licht. Und nach ein bisschen Gewöhnung im Frühling, wenn ich darauf achte, wie die Blätter reagieren und ob ich vielleicht doch mal eine Gardine vorziehen muss, akzeptiert Katasetum die volle Sonne. Alles, was geht, so viel wie es geht. Ich habe hier eine prachtvolle Südseite, habe ich ja schon mehrfach erzählt. Und das vertragen die wunderbar, das mögen die richtig gerne. Da achte ich jetzt nicht mehr drauf, ob die Blätter vielleicht mehr als handwarm sind oder sowas. Die müssen da alle durch, die werden alle gebraten. Meine Katasetum kommen allerdings nicht raus, denn diese Orchideengattung ist so ein richtiger Schädlingsmagnet. Die hat dem, was wir hier zu bieten haben, Blattläuse, Schnecken, was auch immer, nichts entgegenzusetzen. Da geht alles dran.
Eins der großen Besonderheiten an Katasetum sind ganz klar die Blüten. Die sind nicht nur unglaublich schön und vielfältig, die sind unperfekt. Was in diesem Fall bedeutet, dass ein Blütentrieb entweder männliche oder weibliche Blüten trägt. Die männlichen Blüten, die sind erstmal bunt und prachtvoll und auffällig. Und die Weibchen, die sind ganz schlicht, klein und grün. Und wenn du noch mehr über Katasetumblüten erfahren möchtest, auch was ihre zweite Besonderheit ist, erfährst du das in dem Video, das ich hier oben verlinkt habe. Wenn also die Bulbe des aktuellen Jahres ausgereift ist und sie beginnt, die ersten Blätter zu werfen, also jetzt im Herbst, September, Oktober, so ein paar Blütentriebe habe ich auch schon tatsächlich vorzuweisen, kannst du schon mal Ausschau halten. Manchmal kommen die Blütentriebe tatsächlich auch erst, wenn bereits sämtliche Blätter gefallen sind. Unten an der Basis, da wo auch ein Neutrieb erscheinen würde, gelegentlich auch weiter oben, aber meistens wirklich unten am Ansatz der Bulbe. Die kleinen Spitzen, die du dann sehen wirst, sind etwas runder als Neutriebe und haben nicht diese kleinen Rillen, die sich an einem Neutrieb später zu den Blättern aufteilen würden. Und diese Reife, die kann mehrere Wochen dauern. Und wie bei allen Orchideen ist der Blütentrieb dann sehr empfindlich. Einmal falsch gedreht und er ist abgebrochen. Oder du hast irgendwelche Knospen verloren. Wenn du deine Orchideen also sonst gelegentlich drehst, damit sie sich gleichmäßig und schön gerade entwickeln, musst du daran denken, dass sich der Trieb immer dem Fenster, also dem Licht, zuwendet. Am besten du richtest den Topf einmal aus und lässt ihn dann für die Entwicklung des Blütentriebs so stehen. Ansonsten... Getopft wird im Frühling, wenn der Neutrieb kommt. Aber bevor sich die ersten Wurzeln entwickeln, die sind nämlich wahnsinnig empfindlich. Wenn du noch mehr Einzelheiten zum Topfen von Katasetum möchtest, habe ich hier auch nochmal ein ziemlich gutes Video für dich. Ich mag ja gerne transparente Töpfe, weil ich die Wurzeln sehe, weil ich die Menge der Wurzeln sehe, weil ich ja schon gesagt habe, ich achte auf Algenbildung, auf Kondenswasser am Topf. Aber das ist echt Geschmackssache. Je nach Topf, ob nun die PET-Methode, wie ich sie benutze, oder Orchotop oder Ton oder der klassische Plastiktopf, passt du das Medium, das du verwendest, an. Und auch die Umgebung und dein Gießverhalten spielen da echt eine große Rolle. Geeignet sind also grobe bis mittelgrobe Pinienrinde, Kokosfasern, Sphagnummoos, Ceramis und natürlich auch Mischungen aus all dem. Ja, okay, das war jetzt erstmal eine ganze Menge Info, oder? Und es gibt ja noch so viel mehr zu erzählen, echt jetzt. Und ich weiß gar nicht, willst du noch mehr Katasetum-Informationen hören? Kleine Randinformationen, spezifische Fragen, was auch immer. Gibt es irgendwas, was dich noch interessiert zu deiner Pflanze, zur Gattung generell oder auch zu den Unterarten? Dann sag mir das gerne in den Kommentaren und ich mache dann gerne noch einen zweiten Teil zu diesem Video. So, ich habe dir am Ende jetzt noch einen Ratschlag versprochen und das ist mir wirklich etwas, das mir am Herzen liegt. Katasetum, auch wenn du sie jetzt schon bei mehreren Händlern bekommst, gerade in Form von Fred Clark Jara, von Monirara, das ist keine einfache Pflanze, das ist kein Fikus, den du irgendwo hinstellst. Die hat schon ihre Macken und ihre Eigenarten, besonders wenn es deine erste ist. Die Pflege verlangt Zeit, verlangt Aufmerksamkeit, unglaublich viel Geduld. Und darum sage ich immer, der Weg ist das Ziel. Blüten sind fantastisch und wunderbar und man kann echt stolz auf seine Arbeit sein. Aber ich sehe sie in erster Linie als Bonus, der die Pflege dann so ein bisschen belohnt. Aber so eine prächtige, dicke, große Bulbe, die sich deutlich besser entwickelt hat als alles aus dem Vorjahr, es sollte unser Ziel sein. Gerade wenn die Bedingungen nicht 100% optimal sind wie in einem Gewächshaus, sondern wenn eine Pflanze auf der Fensterbank steht. Ich hoffe, du bist jetzt neugierig geworden auf meine absolute Lieblingsorchidee, die das ganze Jahr über spannend und faszinierend ist.
Und eben nicht nur, wenn sie blüht. Und ich habe noch so viel mehr zu erzählen, hier bei den Orchideen am Fenster.